der Regionalsprecher der SPÖ, der Steirer Maximilian Lercher, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, Ministerin. Ja, für die ÖVP ist immer alles lustig, nur für die Leute da draußen schon lange nicht mehr. Geschätzter Kollege Otenschläger, wissen Sie, warum wir eine gute Wohnqualität in Österreich haben? Weil die Sozialdemokratie mit ihren Städten und Gemeinden über Jahrzehnte den sozialen Wohnbau vorangetrieben hat. Und wir diskutieren heute ausschließlich hier über Gemeindewohnungen und gemeinnützigen Wohnbau, weil es die Sozialdemokratie in diesem Land gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Punkt ist, geschätzte Kollegin Tomaselli, wenn wir dann immer gerne von Wien reden, reden Sie doch einmal von Vorarlberg. Reden Sie doch einmal von den Preissegmenten in Vorarlberg. Hochpreisig bis zum geht nicht mehr, bevor Sie auf andere Bundesländer blicken. Das ist nämlich die schwarz-grüne Verantwortung und Politik, die Sie betreiben. Wir sind hier Bundesgesetzgeber, und wenn wir alle wollen, können wir heute beschließen, und zwar einen Mietpreisstopp für alle Wohnungen, auch für den freien Markt. 1 Million Menschen habt ihr vergessen. 1 Million habt ihr vergessen mit diesem Gesetz. Und Fakt ist, es ist, gebe ich zu, ein Schritt nach vorn, aber 4 Schritte in letzter Konsequenz zurück. Weil Kategorie, Richtwert, Genossenschaftsmieten alle systematisch schlechter gestellt werden. Ihr entzieht in Wahrheit jene, die wir brauchen, um sozialen Wohnraum zu schaffen, das Geld. Ihr macht eine schlechte Stellung von jenen, die wir als Partnerinnen und Partner im Kampf gegen die Teuerung brauchen würden. Und das ist ein Fakt, geschätzte Kollegin Tomaselli. Das willst du nicht hören und nicht sehen, aber das wird heute beschlossen. Und die 2,5%, von denen du immer redest, das ist nett, die stehen nur nirgends drinnen. Und wenn wir eines wissen, dann dass wir nichts mehr glauben, was ihr uns sagt, weil das passiert meistens nie in diesem Land. Und deswegen werden wir nicht zustimmen, nicht aus populistischen Gründen. Wir werden nicht zustimmen, weil die 5%-Schwelle zu hoch ist, weil wir einen wirklichen Mietenpreisstopp brauchen, weil wir einen Systemwechsel bei der Indexierungsautomatik brauchen, weil wir die Einführung einer Wohnbauinvestitionsbank dringend brauchen würden und weil kein Reform des Mietrechts angedacht ist. Wir sind bereit, darüber zu reden. Wir sind bereit, darüber zu verhandeln. Wir sind da auch bereit, mitzustimmen, aber nicht bei einer Mogelpackung. Applaus